Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Black Ops 4 besser werdet. Ich habe sehr, sehr viele Tipps für euch parat. Deswegen lehnt euch zurück und genießt das Video. Und bevor wir starten, würde ich mich über ein Abo freuen, denn ich bringe täglich BO4 News, Updates, Tipps und Tricks, Tutorials und Livestreams raus. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr ruhig ein Abo dalassen. Das würde mich richtig freuen. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In BO4 haben ja alle Maps kleine bis mittlere Größe. Es gibt keine Map, die wirklich richtig groß ist, aber trotzdem sind Sturmgewehre momentan die besten Waffen, die man benutzen kann. MPs sind zwar auch gut auf nahe Entfernung, aber auf mittlere Entfernung, da verziehen die so krass, da kannst du nicht mehr wirklich die Gegner wegholen. Wenn ein Gegner eine AR hat und gutes Aim hat, bist du direkt down. Du hast eigentlich fast keine Chance mit den MPs. Also Leute, damit ihr Bescheid wisst, benutzt auf jeden Fall immer Sturmgewehre in Black Ops 4, denn das sind momentan die besten Waffen. Dann fragt ihr euch wahrscheinlich, welche Waffe bzw. welche Klasse soll ich nehmen. Ich habe bereits ein Video darüber gemacht. Hier oben rechts auf der Infokarte könnt ihr einfach draufklicken. Da habe ich ein Video über die besten Waffen bzw. Klassen in Black Ops 4 gemacht. Das sind 3 Waffen, habe ich da vorgestellt. Und ich habe die Klasse erklärt und gönnt euch das Video auf jeden Fall, bevor ihr dieses Video hier anguckt. Dann ein weiterer Tipp ist, immer auf den Maps außen rum zu laufen, immer die Leute zu flanken, nicht einfach durch die Mitte, einfach stumpf durch die Mitte laufen. Das machen so viele Leute, einfach stumpf durch die Mitte zu laufen, das ist ein sehr, sehr großer Fehler. Leute, flankiert die Leute immer, immer links oder rechts rumlaufen, dann könnt ihr die Leute immer von der Seite holen, die können euch quasi teilweise auch gar nicht sehen, weil die einfach auf die Mitte fokussiert sind. Deswegen läuft einfach außen rum, holt die Leute von der Seite und so bekommt ihr easy Kills. Dann müsst ihr natürlich immer darauf achten, wenn ihr außen rum läuft, dass ihr immer hinter gewissen Gegenständen euch verstecken könnt. Nicht einfach frei irgendwo rumlaufen, weil so könnt ihr von allen Seiten geholt werden. Ihr müsst natürlich euch bewusst machen, wo ihr gerade seid. Von wo könnten eventuell Gegner kommen? Hinter mir, vor mir, links, rechts. Versteckt euch immer in Headglitches am besten und versucht dort die Gegner zu killen. Natürlich nicht die ganze Zeit campen, immer bewegen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nicht immer auf derselben Stelle sein, weil wenn ihr öfters mal auf derselben Stelle Gegner gekillt habt, dann wissen die Gegner natürlich, wo ihr seid und dann werden die dich auf jeden Fall killen. Deswegen immer die Position immer ein bisschen verändern, aber seid immer hinter irgendwelchen Gegenständen, sucht euch immer Schutz. So, und wenn ihr dann mit den Sturmgewehren spielt, Leute, achtet darauf, dass ihr eure Gegner auf mittlere Entfernung haltet, weil da sind die Sturmgewehre am stärksten, weil wenn ihr Gegner habt, die direkt vor euch sind, wenn die dann eine MP haben und gutes Aiming haben, dann werdet ihr auf jeden Fall das Duell verlieren. Deswegen haltet eure Gegner auf mittlere Entfernung, sodass ihr die Gegner dann perfekt mit eurem Sturmgewehr killen könnt und ihr müsst euch auch deswegen gut positionieren. Wenn ihr natürlich mit LMGs oder Sniper spielt, dann könnt ihr die Gegner auch auf mittlerer oder langer Entfernung halten. Dann kommen wir zu der Frage, ob man sich nach einem Gunfight direkt healen soll oder erstmal nachladen soll, denn das ist eine Frage, die öfters mal aufgetreten ist. Und hier kommt es drauf an, wie viel Leben der Gegner hat. Wenn ihr zum Beispiel keine Muni mehr habt, der Gegner hat nur noch ein HP oder sowas, dann natürlich auf jeden Fall nachladen und dann den Gegner so schnell wie möglich killen. Wenn der Gegner noch sehr viel Leben hat, ihr aber sehr wenig Leben habt, dann healt euch auf jeden Fall als erstes und danach ladet nach. Es kommt immer drauf an, wie die Situation ist. Ist da nur ein Gegner? Sind da mehrere Gegner? Wenn da mehrere Gegner sind, dann würde ich auf jeden Fall weglaufen, mich healen und dann Schutz suchen und dann nachladen. Wenn es da nur ein Gegner ist oder sowas, wenn du ihn easy killen kannst, dann würde ich auch auf jeden Fall direkt nachladen und erstmal den Gegner killen, bevor ich mich heale. Es kommt immer auf die Situation an und das müsst ihr dann abwägen. So, dann kommen wir zu den Punkteserien. Ich empfehle auf jeden Fall, die Drohne reinzupacken, damit die Gegner auf der Minimap sichtbar sind. Ihr wisst dann Bescheid, wo die Gegner sind. Dann als zweites auf jeden Fall die Hellstorm. Die Hellstorm ist so OP in diesem Game. Mit der Hellstorm mache ich auch fast immer Triple Kills, wenn nicht sogar mehr Kills. Das ist einfach komplett overpowered. Und dann würde ich als letztes noch den Kampfhubschrauber, Einsatzteam oder Snipernest oder sowas nehmen, weil die sind auch richtig OP. Wenn ihr die Hellstorm weglassen wollt, wenn ihr wirklich auf hohe Streaks gehen wollt, dann würde ich trotzdem erstmal die Drohne drin lassen und dann den Kampfhubschrauber mitnehmen und das Einsatzteam, weil wenn ihr beispielsweise den Kampfhubschrauber und das Snipernest mitnehmt, dann könnt ihr nicht beide gleichzeitig aktivieren, weil es kann nur ein Hubschrauber oben rumfliegen.
fliegen, es können nicht mehrere fliegen, deswegen packt euch den Kampfhubschrauber und am besten das Einsatzteam ein. So, dann kommen wir zum Aiming und zwar zum Centering. Das ist einer der wichtigsten Tipps in jedem Call of Duty eigentlich. Centering bedeutet, mit dem Fadenkreuz immer da zu sein, wo eventuell ein Gegner herkommen könnte. Für den Fall, dass tatsächlich ein Gegner kommt, müsst ihr nur noch reinzielen. Ihr seid mit dem Fadenkreuz schon auf dem Gegner. Ihr müsst nur noch reinzielen und dann seid ihr auch schon direkt auf dem Gegner und könnt direkt losschießen. Wenn ihr beispielsweise nicht richtig gecentert habt, dann seid ihr beispielsweise irgendwie neben dem Gegner und dann zieht ihr rein und müsst dann auch noch auf den Gegner drauf. Das kostet wichtige Millisekunden und deswegen ist Centering einer der wichtigsten Aiming-Punkte in Black Ops 4. Ihr müsst euch immer bewusst sein. In jedem Spiel müsst ihr euch bewusst sein, dass das Centering sehr wichtig ist. Ihr müsst immer drauf achten. In jedem Spiel drauf achten, weil das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt in Black Ops 4 für jede Waffe, vor allem für die Sniper. Und Leute, wenn ihr um Ecken läuft und ihr wisst nicht, ob dein Gegner ist oder nicht, lauft nicht einfach blind um die Ecke und zielt danach rein oder sowas. Zielt erstmal rein und dann lauft um die Ecke, weil so habt ihr wichtige Millisekunden gespart und könnt die Gegner früher holen, als die Gegner euch holen können, weil ihr seid schon reingezielt. Ihr müsst nur noch auf den Gegner schießen. Der Gegner hat wahrscheinlich noch nicht reingezielt. Er müsste erstmal reinzielen und dann könnt er euch holen. Und ihr seid schon reingezielt. Ihr müsst nur noch schießen und so könnt ihr den Gunfight eigentlich meistens gewinnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Immer vorher reinziehen, bevor man um irgendeine Ecke geht. Weil das sind wichtige Millisekunden, auch wenn es einem nicht so vorkommt. Aber in Call of Duty geht es jedes Mal um Millisekunden. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. So Leute, dann kommen wir zur Empfindlichkeit der Sticks. Und das ist auch sehr wichtig, dass man die Empfindlichkeit richtig einstellt. Es gibt keine richtige oder falsche Empfindlichkeit. Ihr müsst das wirklich für euch selber herausfinden, welche Empfindlichkeit für einen gut ist. Aber ich kann euch so eine grobe Richtung erstmal geben. Und zwar für MPs und Shotguns empfehle ich eine etwas höhere Empfindlichkeit, weil mit MPs musst du ja auf nahe Entfernung die Gegner wegholen und teilweise, wenn du auf nahe Entfernung bist, sind die Gegner ja, weiß ich nicht, 1 oder 2 Meter vor dir und die können nach links oder rechts springen. Da musst du halt schnell reagieren. Du musst schnell nach links, schnell nach rechts ziehen und deswegen ist bei MPs, genauso wie bei Shotguns, eine hohe Empfindlichkeit eigentlich ein Muss. Aber ihr müsst natürlich auch damit klarkommen. Wenn ihr damit nicht klarkommt, dann ist es natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ihr müsst aber auch mit der Empfindlichkeit, ihr müsst darauf achten, dass ihr lange mit dieser Empfindlichkeit spielt. Das ist eine Gewöhnungssache. Man kann nicht direkt, wenn man eine Empfindlichkeit wechselt, höher stellt oder runter stellt, direkt erwarten, dass man direkt gut damit ist. Man muss echt paar Runden spielen damit, vielleicht 1 Tag, 2 Tage, bis man sich dran gewöhnt und dann wird das erst besser. Dann kommen wir zu den Sturmgewehren und den LMGs. Dort empfehle ich eine mittlere Empfindlichkeit, das heißt so um die 5 rum ungefähr. Das ist eigentlich ganz gut, weil mit Sturmgewehren und LMGs holst du ja die Leute aus einer mittleren bzw. langen Entfernung weg und da brauchst du schon minimale Bewegung des Fadenkreuz bzw. wenn du im Ziel bist, musst du halt minimal den Stick nur bewegen und da ist eine etwas niedrige Empfindlichkeit sehr gut. So, dann kommen wir zu der Sniper. Hier kannst du auch eine hohe und eine niedrige Empfindlichkeit auswählen. Wenn du eine hohe auswählst, das ist sehr gut, wenn du quickscopest auf nahe bis mittlere Entfernung und wenn du auf lange Entfernung die Gegner holst, also klassisch Sniper spielst, wie es auch im Relight der Fall ist, dann würde ich eine niedrige Empfindlichkeit wählen, weil auf so einer langen Entfernung musst du halt minimale Bewegungen machen und dies lässt sich halt mit einer niedrigen Empfindlichkeit besser machen. Aber es kommt ja nicht im ganzen Match vor, dass du nur hinten bist und die Leute von hinten wegholst. Das ist auch nicht Sinn der Sniper in COD eigentlich. Deswegen empfehle ich für die Sniper allgemein auch eigentlich eine etwas höhere Empfindlichkeit. Man muss halt auf lange Entfernung dann mit dieser hohen Empfindlichkeit einfach klarkommen. Das kommt einfach mit der Zeit, dann wirst du dich an diese Empfindlichkeit gewöhnen und wirst auch auf lange Entfernung mit dieser hohen Empfindlichkeit die Leute gut wegholen können. Und es ist auch nicht Sinn der Sache, die Empfindlichkeit ständig zu wechseln, weil wie gesagt, es ist eine Gewöhnungssache und man muss schon 1 oder 2, 3 Tage mit so einer Empfindlichkeit spielen, bis man sich daran gewöhnt hat. Und dann könnt ihr halt minimal immer verändern, am besten nicht zu viel die Empfindlichkeit verändern, immer nur 1 Punkt pro Tag oder sowas hochgehen, wenn ihr hochgehen wollt oder runtergehen, damit man sich einfacher daran gewöhnen kann. Dann kommen wir zur Aufmerksamkeit, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und zwar die Aufmerksamkeit bezieht sich auf das HUD, hauptsächlich auf die Punkte, wie viele Punkte du hast, wie viele Punkte die Gegner haben, wo die Objectives sind, was wird auf der Minimap angezeigt, wo sind die Gegner auf der Minimap, wie viel Leben hast du und so weiter und so fort, wie viel Munition hast du, musst du nachladen, dies, das, du musst immer wissen, wo sind die Objectives, was wurde schon eingenommen, wo könnten die Gegner sein, wie sieht die Minimap aus, haben wir gerade eine Drohne oder nicht und ein Beispiel dafür ist, die Runde ist fast vorbei, du hast deine Drohne rausgehauen oder sowas oder du hast irgendeine andere Punkteserie rausgehauen,
Das ist natürlich nicht so geil. Oder du hast deine Spezialistenfähigkeit rausgehauen, kurz vor Ende einer Runde. Wenn du dann aufmerksam das Ganze im Blick hättest, die ganzen Punkte, dann hättest du das nicht gemacht. Das ist ein richtig großer Fehler, denn so könntest du deine Spezialistenfähigkeit und eventuell auch deine Punkteserien für die nächste Runde sparen und so einen viel, viel besseren Einstieg in die nächste Runde haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist mir persönlich auch schon ab und zu mal passiert, dass ich etwas rausgehauen habe, kurz vor Ende der Runde und konnte das in der nächsten Runde dann nicht mehr benutzen. Achtet auf jeden Fall darauf und achtet auch darauf, wenn ihr eine Drohne habt, dass ihr nicht eure Drohne dann nochmal aktiviert. Wartet, bis die Drohne weg ist, damit ihr eure Drohne erstmal aktivieren könnt. Deswegen, Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig. Vergeudet eure Punkteserien nicht und vergeudet eure Spezialisten nicht. Und Leute, was auch noch sehr wichtig ist, zu wissen, wo die Objectives sind, wo die Kontrollpunkte sind, wo die Flaggen sind und so weiter, wie die Spawns sein könnten, wo die Gegner sein könnten. Die Positionierung von euch selber ist auch sehr, sehr wichtig im Vergleich zu den Gegnern. Ihr müsst immer ungefähr wissen, wo die Gegner sein könnten und dann habt ihr schon einen sehr, sehr großen Vorteil. Dann kommen wir zum Fokus. Ihr müsst euch immer richtig ins Spiel hineinversetzen, um wirklich gut im Spiel zu sein. Ihr müsst euch wirklich konzentrieren auf das Spiel. Ihr dürft nicht irgendwie abgelenkt sein von irgendwas anderem. Ihr dürft nicht schlecht gelaunt in das Spiel gehen. Ihr müsst immer ein positives Mindset haben, damit ihr auch gut in dem Spiel abschneiden könnt. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wenn du fokussiert bist, dann hast du einen sehr, sehr großen Vorteil und weißt genau, was du machen musst. Du bist dir bewusst, was du gerade tust. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und Leute, was auch noch sehr wichtig ist, ist das Mindset. Man darf nicht nach jedem Tod irgendwie rumragen, rumschreien, denn dadurch habt ihr schlechte Laune und dadurch werdet ihr immer schlechter und macht viel mehr Fehler. Also behaltet ein positives Mindset. Wenn man stirbt, ist das ganz normal in COD. Es kann eine Runde mal richtig schlecht laufen, wir alle kennen das. Es funktioniert nicht jede Runde so, wie es eigentlich sein soll. Deswegen seid nicht direkt schlecht gelaunt. Behaltet euch einfach im Hinterkopf, nächste Runde wird besser. Nach dem Tod werdet ihr besser spielen, ihr werdet ein bisschen defensiver spielen, nicht so aggressiv. Ihr müsst halt immer gucken, warum bin ich jetzt gerade gestorben, wo könnte mein Fehler liegen und nicht einfach nur sinnlos rumragen. Das bringt euch nicht weiter. Immer nach jedem Tod überlegen, woran könnte es gelegen haben. Es kann natürlich auch durch Zufall irgendwie passiert sein, das ist auch sehr oft der Fall. Aber es kann natürlich auch euer eigener Fehler sein. Vielleicht spielt ihr zu aggressiv oder sowas, vielleicht seid ihr einfach unnötig da irgendwo reingelaufen und seid deswegen gestorben. Und Leute, ihr müsst immer bedenken, dass im Gegnerteam auch immer Leute sein könnten, die besser sind als du. Deswegen spielt nicht zu aggressiv. Vor allem beim BO4 habe ich das gemerkt, dass wenn ihr zu aggressiv spielt, ihr so oft sterbt und dadurch immer viel, viel mehr Fehler macht. Haltet euch lieber zurück, spielt kontrolliert, spielt defensiv und so könnt ihr dann das Spiel dominieren, Leute. Ich habe jetzt schon viel zu lange geredet. Es tut mir sehr leid, dass ich so lange schon wieder geredet habe, dass das Video jetzt so lange geworden ist. Aber ich hoffe, ich konnte richtig viele Punkte hier ansprechen. Ich habe jetzt so viele Punkte hier aufgeschrieben. Ich hoffe, es hat euch geholfen, Leute. Abonniert meinen Kanal für mehr solcher Tutorials, für mehr Livestreams täglich, Update-Videos, News und so weiter. Alles Mögliche über BO4 kommt hier auf meinem Kanal. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video dalassen würdet, falls euch das Video gefallen hat. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und... Why me biz when I'm on fucking stage? You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this B-ho when I came to stay. Cause girl, I came to play.